Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe Anfrage bekommen, ob ich vielleicht die Haarschneidermaschine mal testen wollen würde. Und ich habe ja nur eine, weil meine damals ja kaputt gegangen ist, und habe ich mir eine neue. Und das ist jetzt die Möglichkeit, dass ich eine auf Reserve habe oder vielleicht eine separat. Weil ich habe jetzt meinen Haarschneider, meinen Bartschneider, den nehme ich für Haar, also für Kopf und für Bart. Vielleicht haben wir ja hier noch was Schöneres. So, packen wir mal aus. Oh, das sieht doch ganz geil aus. Putzanleitung. So. Ich werde die jetzt aber jetzt noch nicht benutzen können, weil ich habe erst mein Bart gemacht. Oh, geil, ein Kamm ist auch mit bei. Finde ich ja geil. Zacken hier durchgehen. Aber das ist halt der Griff. Oh, eine Schere. Super. Eine größere Schere. Dann kann ich meinen Bart so ein bisschen besser trimmen. Dann haben wir den Aufsatz. Das werden wir dann im Hard-Video zusammenbauen natürlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch ohne Strom geht. Hier haben wir dann den Stromkabel, der piepeleicht ist. Hier haben wir dann die Reinigungsflüssigkeit. Und hier haben wir die Scherköpfe mit den Längen. Ich sortiere die mal schnell hier. So, wir haben 3 mm, also ich schiebe das mal ein Stück hoch. So, wir haben 3 mm, 6 mm, 9 und 12 mm als Klingen mit bei. Dann haben wir hier unten noch zum Putzen. Da ist nichts weiter drin. Und hier kommen wir dann zur Haarschneidermaschine. Der Knopf ist jetzt hier versiegelt. Dann machen wir mal das Siegel ab. So. Krass. Doch, ist mit Akku. Aber wir gucken erstmal weiter. Ach, das ist ein Ersatzkopf sogar. Hier haben wir dann praktisch den für ein Stromkabel, und ich denke mal, darunter wird eine Leuchte sein, die wird rot leuchten, wenn es lädt. Hier ist nichts zum Schrauben, obwohl es so aussieht wie mit einer Taschenlampe, aber hier haben wir dann praktisch das Stellrad, wie viel Millimeter, weil wir haben hier jetzt 3, 6, 9, 12, und hier können wir dann noch weiter runter gehen, 2, Das ist 1,0. Also das ist 0,8, dann wird das 1 sein, 1,4, 1,8 oder 1,6, 1,2. Ah, das schiebt sich dann nach vorne, okay.
und sieht so eigentlich ganz cool aus. Auch griffig. Ich überlege gerade nur, wie kriegen wir das hier ab? Wir haben hier einen Ersatz. Aber hier ist es Metall. Hier ist es auch Metall, aber hier ist es schwarz, hier ist es Slipper. Es wird eingehakt irgendwie. So. Einfach rausgemacht. So. Und da seht ihr praktisch hier, oh, Metallnasen zum Festhalten. Löblich, löblich. Und hier seht ihr praktisch das kleine Schwung, also das Stäbchen. Und das sorgt dafür, dass durch seine Drehbewegung, weil es dann halt nach unten geht, dann kommt es wieder hoch, kommt es wieder näher. Und das sorgt dafür, dass der Scherkopf sich bewegt, beziehungsweise so ein Stück links, rechts und nach unten, soweit ich weiß. Und dann können wir das einsetzen. Gehen wir wieder hier rauf. So, ich mach's mal mittig. Oh, fässt sich ein bisschen ölig an, also ist. Ach, falsch rum, Mensch, bin ich doof. Gut eingeölt. So, jetzt doch wieder drin. Also sitzt schon schön, ziemlich stramm. Ja. Sieht ganz gut aus. Ich werde mal kurz was versuchen. So, ich habe jetzt mal, nicht wundern, nicht erschrecken, ich bin ziemlich nah dran. So, wir werden mal gucken. Also ich habe jetzt erst vor 2 Tagen gemacht. Kriegt jetzt nicht wirklich was ab, logischerweise. Ja, doch, so ein bisschen was. Ein bisschen was kriegt er ab. Also, da müssen wir warten, bis wieder Haare da sind. Oh, da kriegt er mehr ab. Also, Kopfhaut wächst schneller, also Kopfhaare. Da kriegt er mehr ab. Wartet mal. Ungewohnt für mich hier zu machen. Ja, da kriegt er doch ordentlich was ab. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich freue mich schon. Also ich werd, den werde ich jetzt auf jeden Fall am Freitag. Ich mache ja meinen Kopf immer freitags und Bart halt auch. Bart also mit Nassrasur. So zwischendurch dann halt mal mit also kann sein, dass ich zwischendurch schon mal mit dem rübergehen werde beim Bad. Erstmal wieder alles einpacken hier. Aber so von der Aufteilung her finde ich den echt. Ja, die großen Dinger halt. Okay. Ne, 9 ist zuerst. Die werde ich ja nicht so benutzen. Ich benutze ab und zu den Dreieraufsatz. So. Um halt die Koteletten ein bisschen zu kürzen. Ich finde schön, dass man halt Strom und Akku beides benutzen kann. So, ich muss nur gucken, dass ich alles irgendwie drin kriege.
Schere, Kamm, also das, die Flüssigkeit. So. Ich bin da eher der Freund von, also ich mag das auch nicht, wenn mein Rasierer rumliegt und so. Ich bin da eher der Freund von, der sich auch bei meinem anderen Rasierer, den ich auch von Amazon habe, ich mach mal ein Stück zurück, das geht ja gar nicht, das ist ja, dass ich dann immer in der Verpackung lasse und dann räume ich es in den Schrank und wenn ich es brauche, nehme ich es mir aus der Verpackung raus. Ich mag es nicht, wenn es einzeln so rumliegt. Das ist vielleicht eine dumme Angewohnheit von mir, aber wie gesagt, ich bevorzuge das wirklich, wenn ich es in der Verpackung lasse und dann immer rausnehme, wenn ich es brauche. Klingt doof, ist aber so. Professional. Ja, hat wohl auch ein Gutachten zertifiziert. Und Keramik, hier steht es auch nochmal. Der eine ist Keramik, der drauf ist. Ich glaube beim zweiten, der wird nicht Keramik sein. Leider ist sowas in der Packung alles in Englisch und man kann nichts lesen. So, aber ich würde sagen, das wart jetzt auch für das Vorstellen. Den werde ich jetzt erstmal testen und ja, vielleicht werde ich auch das nächste Mal dann einfach, beim Badezimmer ist immer schlecht mit Filmen, das ist so eng, vielleicht den Bad dann hier machen, hier kann ich ja auch wegfegen, das ist ja nicht das Ding, dass ihr mal seht, wie ein Action ist. Ja, und dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden, Däumchen wären Träumchen, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.